zum neuen Video von mir, Lightning. Ich bin noch in derselben Session, das heißt, wenn es Kommentare gab, dann werde ich sie nicht gelesen haben, sondern genau, sondern erst im nächsten Part, also im dritten. So, wir halten mal die Marine hier erstmal an. Dazu. Ist das die komplette Marine? Ja. Dann bekommen wir, glaube ich, wieder ein bisschen. Na, ich schau noch mal hier. Ich halte auch noch die hier an. Haben wir hier eigentlich auch noch Aufklärer? Ja. Positiv. Die Infanterie kann ruhig weiter trainieren. Wie sieht es denn hier aus? Reduktionsrate füllen sie in 8,4. Okay. Also in 8 Monaten sind meine Treibstofftanks wieder voll. Das ist gut. Albanien, okay. Wie sieht es hier drüben aus? Bauplatz. Ich könnte Docks gebrauchen. Ich mache mal hier die Docks, weil die sind schon ein bisschen Mangelware hier. Wie sieht es denn hier in Asien gerade aus? Wir haben 1911. Haben wir denn hier irgendwas? Flugzeuge, können wir irgendwas machen? Nein. Nein. Battleships auch nicht, ne? Komm schon, also das hier. Was ist das hier? Submarine Coast Submarine? Was ist ein Coast Submarine? Ja. Egal. Landdoktrin. Panzer. Artillerie. Dann machen wir hier mal das. Ah ne, Feld. Wir haben hier. Okay. Aber Funker können wir vielleicht. Die Fernmeldekompanie. Wie sieht es aus mit den Schiffen? Wir forschen Panzerketten, ohne dass wir Panzer haben. Was steht hier eigentlich irgendwas? Moment. Schöner Atompilz. Nein, ich wollte nichts bei der. Obwohl, was haben wir denn hier? Militärparade in. Tägliche Unterstützung für Neutrale. Eine Parade brauchen wir, glaube ich, nicht, ne? Ich verbiete den Faschismus, weil das in der Zukunft dann erstmal schön. Ja, unsere Regierungsart wird. So, erstmal, was haben wir denn hier? Weicheangriffe. Machen wir mal Zuverlässigkeitsrate hoch. Luftwaffe erstmal, leichte Flugzeuge. Ein Jäger. Die Infanterieausrüstung wird dann wertvoll. Ach, die senden wir auch noch nach Asien rüber.
weil das eine Feld ja ist schnell weg. Drei Leute sollten aber reichen, denke ich mal. Erstmal. Stimmt, wir können auch noch dort Gräben ausheben, ne? Kann ich euch eigentlich einladen im Bund? Nö. Was kann ich hier eigentlich alles für Staatsstreich machen? Faschistisch, kommunistisch, neutral. Was mit demokratisch? Gibt es nicht? Ne. Da wollen wir hin. So. So, erstmal Dings bauen, wie heißt? Gräben. So, aber wir können hier die Creme, glaube ich, wieder entfernen erstmal. Eigentlich nur da, wo wir Land haben, würde ich sagen, baue ich erstmal Creme hin. Creme. Creme. So. Achso. Ich hoffe, die Afrikaner streiken nicht, also was heißt streiken? Die streiken ja nicht wirklich, sondern wie heißt ein Aufstand halt, Revolution so. Ich hoffe, die machen die hier nicht. So, wo ist denn das letzte deutsche Teil hier? So, dann brauche ich noch ein neues Asia. Asian. Einen neuen Asian-Trupp. So, wo war's? Hier. Oh, das sind zwei. BW1 Mining. Können wir noch nicht erst am 12? So, dann erstmal kurz das hier machen. Ich hau zu viel. Ich habe hier zu viele Regionen, dass ich die schlecht verteidigen kann und so. Und ich habe zu wenig Offiziere, um die halt gut aufzuteilen, ne? So, mehr Häfen kann ich jetzt bauen, ne? Irgendwie so sollte es zumindest sein. Aber anscheinend ja nicht. Hm. Naja. Ich möchte gerne die Region hier übernehmen eigentlich, aber passt schon. Nicht so schön. Und ich möchte Italien bitte in meinen Bund mit einfügen. Muss ich hier noch weiter rein dann? Ja. Sowjetunion existiert noch nicht, okay.
Sollte ich die vielleicht dahin verlegen? Da nützen die ein bisschen mehr an der Front vorne. Also ich wollte doch hier hinten noch. Ah ne. Doch irgendwas wollte ich noch forschen. Nicht die Artillerie mit Panzer. Infanterie kommt noch. Luftwaffe? Ja, komm, machen wir die Luftwaffe. Och Mann. Ist Kanada. Wo ist Haxis? Das hier vorne. Ja, das ist Rheinland hier. Kurz, ich möchte mal kurz speichern, weil das jetzt glaube ich der Fall war, wo ich dann ja verkackt habe. Ich sage jetzt das hier. Erklärt Belgien den Krieg? In Belgien überhaupt. Ich bin so ein geografischer Vollpfosten, ich weiß halt überhaupt nicht wirklich, wo was liegt, außer wo Deutschland liegt. Und warum sind hier die halben Städte kaputt? Ach, das war Belgien. Oh, den hätte ich sogar den Krieg erklären. Moment mal. Da waren wir. Mache ich es mal anders. Wir machen eine alternative Story. So, und jetzt hau ich. Keine Ahnung, wen hau ich erstmal hier rüber. Ich sag mal, ich hau dich von der Ostfront. Ich hau euch von der Ostfront. Dahin. Nach Belgien. Das ist Belgien, ne? Bist du mit irgendjemandem verbündet? Unabhängigkeit. So, jetzt nochmal speichern. Seid blöd, ne? Ich kann nicht sehen, was da passiert. Also erstmal. Und gehört dann Luxemburg auch noch mit dazu? Deutschlandsreihe. Dann Moment, dann halbiere ich die hier mal kurz. Hier kommt erstmal zur Westfront. Halbieren, hier rüber. Und ihr kommt dann daran. Achso, und Luxemburg fehlt noch auch noch. Drei Leute reichen hoffentlich. Ich schaue jetzt einfach, was jetzt passiert. Nochmal kurz speichern, weil ich habe ja noch was verändert. Und jetzt schauen wir mal, was passieren wird. Ich nehme das.
Ich soll vielleicht erstmal alle aus dem Training rausschicken. Hatte ich den nicht vorhin schon aus dem Training rausgeschickt? Jetzt bin ich erstmal mit ein paar Ländern im Krieg. Spanien gehört nicht dazu, ne? Nein, gut. Uff, ich glaube, die Teile werden hier fallen. Geht jetzt erstmal so. Ja, und fetzen hier. Mein Gott, wir sind im Krieg. Ah, nein, ich möchte hier jetzt noch keinen Krieg anfangen. Ich hab echt keinen Bock dazu, irgendwie jetzt schon anzufangen. Klar. Ich weiß da nicht, wer gegen die Karte kennt. Revolution. Anscheinend. Sehr spannend das Spiel gerade, ich weiß. Aber ich glaube, das ist so einer der Hauptteile vom Spiel, dass man erstmal warten darf.
Rumänien. Wo ist Rumänien? Geil. Die beiden, mit denen ich mich verbinden wollte, haben sich gegenseitig den Krieg erklärt. Ich habe vergessen, nach was ich gesucht habe. Ach, egal. Das heißt, jetzt kämpfst du gegen... das gesamte Osmanische Reich. Geil. Ich sollte ja wieder starten. Also sie kommen hier durch, auf jeden Fall. Die Italiener. Als Rache dafür, dass die jetzt einfach das Osmanische Reich angreifen, greife ich sie... greife ich ihre Bevölkerung sozusagen an. Am 9. Juli, ach, das wird sogar noch dieses Jahr fertig. Machen wir erst eine antirussische. So, wie sieht's hier aus? Schon 100 Teile, okay. 9. Juli. Ne, Juni. Warum kann ich bei euch nichts? Achso. Was ist das? Ich habe gar keinen Plan. Ah, der nächste Part ist hier schon fast wieder zu Ende. Auf jeden Fall dauert, braucht man ein bisschen Geduld. Ich mache mal eine Militärparade in Niederbayern. Ich habe den Sinn jetzt noch nicht verstanden, aber gut. Wenn es sein muss, Italien. Und
Persönlich fehlt die politische Macht gerade. Ich habe Hunger. Hat einen Mundmagen. Jetzt hier durch, ne? -50% dort. Oh, das ist ein Turm für mich. Perfekt. Und wie sieht's hier aus? Dann breche ich den Staatsstreich, glaube ich, erstmal ab. Merk schon, gleich wird mein Magen wieder knurren. Ja, da ist es doch. Mann, ey, Magen halt in den Mund. Hier gibt's nix. Ja. Japan. Kann ich nicht theoretisch jetzt schon einfach die Atombombe theoretisch erforschen? Moment, wo ist es? Dauert halt. Bin halt schon 27 Jahre voraus den eigentlich Termin und würde 9000 Tage in Anspruch nehmen, mit 19 so viele Tage halt erstmal ja verbraucht sind wären. Piep, boop. Immer ein angenehmes Geräusch. Schicken wir euch dahin. Machen wir mal 10% plus auf Weichangriffe.
Offizierhaus. Ah, die Marinebasen werden schon angefangen zu bauen. Ja, 75 Zivilfabriken sind auf jeden Fall was. Ich habe immer noch Hunger. Immer noch Hunger. Ich gehe gleich was essen. Der Part ist eh gleich zu Ende, oder ist eigentlich schon zu Ende. Ich mache noch ein paar, ach komm, Sekunden, Minuten, Stunden, Tage, eine bestimmte Zeit noch. Vorstellt noch das hier. So, sehr politisch machst du sowas, ja. Täglich 1,5. Ich hab Hunger! Hört man das? Das hört man, glaube ich, nicht so gut. Obwohl mein Mikro empfindlich ist wie nichts. Ich bin bald am neuen Forschungsteam. Ach, mache ich das. So, dann war es das auch mit dem Part. Bis zum nächsten Part. Würde ich jetzt einfach sagen. Wird bestimmt lange dauern, bis mir langweilig ist und den nächsten machen will. Dann bis zum nächsten Part und ciao.